Hey, Freunde und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich die europäischen Meisterschaften fahren werde mit dem slowakischen Nationalteam und natürlich dem Star nach wie vor Peter Sagan, nicht mehr ganz auf dem Niveau, auf dem er natürlich schon mal war, war ja der allererste Sieger dieser europäischen Straßenmeisterschaften. Im Jahr 2016, die letzten 4 Jahre wurden die Meisterschaften tatsächlich von Italienern gewonnen. Und vielleicht hat ja Peter Sagan dieses Jahr noch einmal eine letzte Chance, sich eben dieses Trikot überstreifen zu können und als europäischer Meister auf der Straße fahren zu dürfen. Das ist unser Team, mit dem wir an den Start gehen werden. Peter Sagan mit 99er Fitness. Das ist natürlich super. Es ist eine relativ flache Etappe. Wir haben kleine, fiese Anstiege, vor allem hier dann nochmal kurz vorm Finish. Da wird es ja ziemlich mies. Bei 225 Kilometern kann auch sehr viel passieren. Ja, Sagan sollte hoffentlich gut in Form sein und hoffentlich auch eben die Werte haben, um das Ding holen zu können. Sein Bruder Juraj natürlich auch dabei. Erik Baschka ist hoffentlich auch derjenige, der den Leadout oder halt den Sprint anfahren kann. Wird allerdings sehr schwierig, weil er nur 57er Hügelwert hat, was wirklich, wirklich schlecht ist. Ansonsten wahrscheinlich Lukas Kubisch, der mir da aushelfen muss. Weil ja, mit 57er Hügelwert, wie gesagt, bei dem Terrain sehe ich da einige Probleme auf uns zukommen. Und da haben wir die beiden Sagan-Brüder zusammenfahren. Und tatsächlich sieht es nicht mal so sehr gut aus. Sagan heute nur mit einer Minus-1er-Wertung. Das ist nicht ganz das, was ich mir erhofft hatte. Vielleicht reicht es aber aus mit 79er Sprintwert. Wir haben heute einen Kubisch, der in sehr guten Form ist. Also wird er wahrscheinlich auch den Leadout für uns übernehmen. Und Baschka müssen wir mal gucken, wie es bei ihm so läuft. Wird sich dann im Verlauf des Rennens noch zeigen. Worüber ich gerade so nachdenken muss, ist tatsächlich die Möglichkeit, die Bestände hier im allerletzten Abschnitt auf ja, diesem sehr schnellen Abstieg anzugreifen. Wir haben einen super starken Abfahrtswert mit Peter Sagan und danach den Hügel mitzunehmen im Angriff, um so vielleicht nochmal ganz spät in Zeit rauszufahren, in Abstand rauszufahren. Ich denke, also das ist schon eine sehr riskante Taktik. Kann natürlich absolut in die Hose gehen und dann kriegen wir gar nichts mehr hin. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das wäre schon so ein Sagan-Ding, sowas abzuziehen. Und wenn wir das so dann auch noch sogar gewinnen würden, wäre das absolut geil. Deswegen schaue ich mal, ob sich vielleicht diese Möglichkeit bis zum Ende hin noch ergibt. Das Tempo ist ziemlich hoch und ich versuche jetzt gerade nochmal einen Zug langsam aufzustellen, der mich hoffentlich eben durch diese nächste Runde von diesem Rundkurs führt, bis wir eben vielleicht versuchen werden, dann diesen nächsten Abstieg eben anzugreifen. Die Ausreißer wurden gerade eingefangen, das heißt, ich glaube, ich kann das Tempo mal ein bisschen runterstellen. Und mein Zug hat sich ja auch schon gut geformt. Ich versuche hier halt eben meine Fahrer so ein bisschen aus der Bredouille zu ziehen und möglichst irgendwelche Stürze oder auch ja, Hinderungen hinter anderen Fahrern zu vermeiden. Hier wäre übrigens die Passage, wo ich dann angegriffen hätte. Dort hinten diese kurze, sehr steile Abfahrt und dann hier diese leider nicht so krasse Steigung. Wenn die ein bisschen stärker wäre, würde mir das natürlich ein bisschen helfen, weil ich da mehr Zeit dann rausfahren könnte. Aber ich werde mal sehen, wie das funktioniert. Max Walscheid attackiert hier sogar. Ausgesprochen komisch. Weiß ich nicht, wieso Walscheid an der Stelle attackieren sollte. Ich meine, Pollitt hätte ich jetzt sogar eher verstanden, der ja auch hier mitfährt für das deutsche Team, aber ausgerechnet Walscheid sehe ich irgendwie nicht so. Und ich glaube, jetzt kann ich schon mal ein bisschen auf die Tube drücken, weil es gar nicht mehr so weit ist bis zu dieser besagten Stelle, wo ich angreifen möchte. Erik Baschka übernimmt jetzt das Tempo und gleich sind wir da, wo ich sein möchte. Stocheck, ich weiß nicht, wieso manchmal das Spiel sowas macht, aber es macht natürlich absolut keinen Sinn. Vor allem geht das, glaube ich, gar nicht mal, wenn ich es selber einstellen würde, oder geht das doch?
Das geht, glaube ich. Sehr komische Aktion, aber der ist eh jetzt ziemlich fertig. Es ist nicht mehr weit. Ich gucke nochmal auf die Karte. Ich will da nichts falsch machen. Wobei ich das wahrscheinlich sowieso tun werde. Allein, dass ich es tue, ist wahrscheinlich schon die falsche Entscheidung, aber ich habe Bock drauf. Deswegen tue ich es einfach. Ich habe auch schon ein paar Energiegels mal reingeballert. Baschka macht hier nochmal Tempo und es ist gleich soweit. Da kommt die Stelle. Da ist sie, glaube ich. Ich würde sagen, jetzt greife ich an mit Sagan. Keinen roten Balken oder vielleicht ein Pixel. Ein Pixel hat er, glaube ich, verloren. Baschka kann hier, glaube ich, nochmal versuchen, das Hinterrad von Czarnecki zu nehmen. Kubisch würde ich dann mal auf die 99 stellen. Also Position halten. Vielleicht kriegen wir auch so einfach den entscheidenden Vorsprung schon mal. Wobei Sam Bennett ist mir direkt am Hinterrad. Oh, oh Gott. Sam Bennett, dann Van Baarle. Teunissen, Van Marke. Es entsteht noch nicht so wirklich ein Gap, aber eben der Vorteil, den ich natürlich habe, kaum roten Balken verloren durch eben diese steile Abfahrt. Und jetzt geht es ein wenig bergauf. Ich hoffe, es ist eine gute Taktik. Es sieht schlecht aus. Es kommen zu viele hinterher. Die Stelle war wahrscheinlich einfach nicht. Kann nicht mehr reden. Die Stelle war wahrscheinlich einfach nicht steil genug. Ich versuche mit Kubisch dann mal das Hinterrad von Cavendish einzunehmen. Um da vielleicht mit ihm zumindest etwas rauszuholen. Sagan versucht es weiterhin. Aber ich habe keine wirkliche Hoffnung, dass das hier noch einen Zeitabstand gibt, leider. Also nehme ich jetzt mal das Hinterrad von Sam Bennett ein. Was dazu führt, dass er absolut nichts mehr macht. Aber Teunissen schon. Vielleicht hier die Chance. Van Baarle, ich glaube, also Niederlande müsste eigentlich für Van der Poel fahren. Weiß ich also auch nicht, ob das dann das Schlauste ist, was ich gerade tun kann. Ich habe es versucht, aber ja, die Einschätzung war richtig hier am Ende. Es war nicht steil genug, um wirklich nochmal Zeit rauszufahren. Aber Sagan natürlich in einer hervorragenden Position jetzt. Und da ruckelt es ein bisschen. Kwiatkowski, Küngenitz, auch ist ein paar zurückgefallen. Vielleicht aber auch durch einen Sturz. Und ich bin wirklich in der hervorragenden Position. Das ist am Ende vielleicht sogar in einer kleines bisschen noch besseren Position. Kubis da hinten actually nicht mal so gut. Aber dafür sehr fit noch. Voller roter Balken. Aber ich glaube, aus der Position kann man was machen. Tornissen, Sagan, Bennett. Die drei Konsorten hier haben so anderthalb Radlängen Abstand. Und jetzt sind sogar schon fast zwei, ja, sind sogar fast mehr als zwei. Unglaublich. Wer kommt dahinter? Pidcock. Oh, gefährlich. Und Van Marke ist, glaube ich, aber gerade schon wieder ein bisschen am Zurückfallen. Was natürlich umso besser ist. Ja, Pidcock ist 2 km/h langsamer als wir. Das heißt, er wird die Lücke jetzt nicht direkt schließen. Es sind aber auch noch über 4 km. Trotzdem, es sind immer noch zwei Radlängen. 51 zu 50 Stundenkilometer. Tönnissen, glaube ich, kann nicht mehr lange. Ich könnte halt eben hier gleich nochmal versuchen, aus dieser Position her anzugreifen. Aber ich habe die Befürchtung, dass Tornissen gleich einfach implodiert und nicht mehr dieses Tempo durchziehen kann. Ich habe auch die Hoffnung, dass die dahinter auch wahnsinnig viel eben an Energie verlieren. Wir haben natürlich. Oh, so viel zum Thema Tornissen implodiert. Ich glaube, es war gar nicht meine. Also, dass er implodiert ist, sondern dass er einfach gesagt hat, okay, ich höre auf Tempo zu machen. Was natürlich für mich auch nicht gut ist. Ich versuche mal das Hinterrad von Zwift zu nehmen. Ich überprüfe mal, dass das auch wirklich funktioniert hat. So. Das von Cavendish soll ich eigentlich schon Kubisch nehmen. Und außerdem sind da gefühlt auch noch drei andere, die versuchen sich dran zu hängen. Ich weiß nicht, ob das mit Zwift dann eben klappt oder nicht. Semi. Ich bin jetzt eher hinter dem von Cavendish, was natürlich auch nicht schlecht ist. Auf der anderen Seite die Niederlande mit Jakobsen, nicht mit Van der Poel. Ich versuche hier erstmal zu bleiben. Wie schnell ist der Zug? 57, der ist auch bei 57. Wir sind bei 53 über 46. Ich glaube, die Innenbahn ist aber auch einfach der klügere Weg hier. Ich glaube, ich kann jetzt schon mal das Energiegel reinhauen. Und folgendermaßen, ich bin natürlich. Ah, hier. Das Ding ist, bei dieser Kurve, ich glaube, da kann man gefühlt keinen roten Balken
verlieren. Das heißt, ich muss gucken, ob ich rechtzeitig sprinte. Wobei es sind noch 2,4 Kilometer und ich habe schon ein bisschen Rundenwagen verloren. Guck, ich kann natürlich auch schon mal das Gel nehmen. Ich glaube, ich kann einfach sogar sprinten, weil der ist in so einer Position. Nee, gleich. Krieg ich das Hinterrad von Jakobsen? Ist die Frage. Weil Jakobsen auf der Innenbahn deutlich schneller und auch so, glaube ich, Cavendish eigentlich nicht im viel nachstehend. Aber ich. Na, wobei. Also, und jetzt ist die Frage. Jetzt bin ich zwischen den Zügen. Jetzt kann ich mal aussuchen. Wer ist schneller gerade? 35 beide. Glaube, ich bleibe dann doch bei Cavendish. Aus dem Grund, dass sein Hinterrad gerade für mich plausibler aussieht als hier, wo ein Solo Christoph und Van Aert hinten dran hängen. Ich hoffe, es klappt. Ich hoffe, es klappt. Und Kubisch. Kubisch, das ist in einer absolut wundervollen Position. Wow. Dafür, dass ich mich eigentlich um den kaum kümmere. Könnte für mich auch den Leadout fahren, actually. At this point. Why not? Sprint. Soll ich so versuchen jetzt? I guess, oder? Wobei, never mind. Ey, Leute, es tut mir leid, aber ich versuche echt das Beste rauszuholen. Deswegen entscheide ich mich 10-mal um besser. Mache ich doch nicht, weil, guck mal, der Unterschied zwischen den Sprintwerten jeweils, zwischen Kubisch und Cavendish beispielsweise oder Kubisch und Jakobsen ist einfach zu riesig. Ich glaube nicht, dass es worth it ist. Und jetzt Van Baarle ist. Hey, es sieht aus, als wäre er schnell, aber Head-on-Head mit Pidcock und Sagan hinter Cavendish nach wie vor nicht so schlecht. Okay, jetzt ist es Jakobsen. Habe ich in dem richtigen Moment pausiert, glaube ich. Kubisch bleibt hinter Cavendish. Sagan kommt nicht hinterher. Sagan war zu langsam, glaube ich, in dem Moment. Kubisch kann auf jeden Fall schon mal sprinten. Sagan, wir sind bei 1,3 Kilometern. Das ist noch relativ weit. Jakobsen und Pidcock und Swift hat das Hinterrad von Pidcock verloren. Das ist natürlich übel schlecht für Großbritannien. So, Christoph und Nizzolo. Ich glaube, beide sogar schon mal die europäischen Meisterschaften gewonnen, wenn ich nicht alles täuscht. Nizzolo ist übel schnell gerade. Weil im Vergleich zu Christoph. Christophs Hinterrad will ich halt easy erreichen, aber das von Nizzolo weiß ich halt eben nicht. Ich glaube, ich kann es aber versuchen. Und das werde ich jetzt tun. Oh ja. Oh ja. Und das hat, glaube ich, ziemlich gut funktioniert. Jakobsen, dann Hinterrad von Koich mit einem ordentlichen Vorsprung, aber vielleicht eben auch nicht mehr so viel Energie. Und Nizzolo zieht übel an. Jetzt geht aber Jakobsen links raus, was eigentlich übel fies ist. Ich glaube, in echt, das wäre kein Move, den du machen solltest. Sagan aber mit 70 Stundenkilometer, glaube ich, ja, mit Christoph und, okay, Bennett ist schneller. Einer der schnellsten hier, 72 Stundenkilometer von Art. Oh Mann, sorry für die ganzen Pausen, aber ich will wirklich hier das Beste rausholen, was ich rausholen kann. Und jetzt sind wir bei, ja, ich glaube, Jakobsen zu früh im Wind. Der hat nur 76 Stundenkilometer. Ich bin hier bei 69, glaube ich, gerade relativ gut dabei. Ich kann eine Top-3-Platzierung auf jeden Fall rausfahren. Ob ich es gewinnen werde, wird sehr schwierig. Bei 0,7 Stundenkilometer, 0,7 Kilometer. 700 Meter. Um genau zu sein, bei dem roten Balken, ich muss eigentlich noch am Hinterrad bleiben. Kubisch, by the way, einfach nicht, kann nicht mithalten mit diesen Sprintern hier. Ansonsten das Timing bei ihm gar nicht mehr so schlecht gewesen, glaube ich. Nach wie vor. Jetzt sind die Zoll halt nur noch mit 67 Stundenkilometer. Das ist das Problem. Van Aert hinter mir mit 70, aber Bennett auch nur bei 77, 67. Ich könnte es actually gewinnen at this point. Wenn ich jetzt sprinte, vielleicht reicht es. Glaube, ich muss ein bisschen rechts gehen. So. Aber fahre ich links oder rechts neben Kurich? Ich glaube, rechts, oder? Oh Gott. Oh Gott, das sieht nicht so extrem gut. Ich bin nur noch bei 64 Stundenkilometer. Nizzolo ist immer noch schneller und Christoph und Van Aert sowieso. Der Bennett habe ich jetzt schön abgeblockt. Ha. Oh je. Und der rote Balken ist auch nicht mehr so lange am Start. Zu früh. Es war zu früh. Und ich kriege nicht mehr die Top-3-Platzierung. Schade, Jakobsen gewinnt die europäischen Meisterschaften vor Alexander Kristoff, vor Sam Bennett, vor Van Aert, vor Peter Sagan auf Platz 5. Immerhin sehr stark bei der Konkurrenz. Der fünfte Platz vor Nizzolo, vor Van der Poel, Kuijs, Hofstetter und Cavendish.
Außerdem hier Pedersen, Moritz, Pollitz, Askren, Waldscheid, Garcia Cortina, also auch sehr namhafte Namen. Namhafte Namen, ey, ist das unglaublich. Und Kubisch auf dem 11. Platz, sehr, sehr geil. Ich habe wirklich versucht, das Beste zu spielen. Ich bin ein bisschen zu früh, glaube ich, gestartet dann. Aber ich musste auch irgendwie, weil Nizzolo vor mir langsamer wurde. Und die Leute hinter mir schneller wurden. Also insofern würde ich sagen, nicht schlecht gelaufen. Es gab Zeitabstände, what the heck. Das ist so eine Flachetappe. Slowakei, zweiter in der Teamwertung. Boah, wenn wir da sogar noch Erster geworden wären, das hätte ich übel gefeiert. Ich habe mich ansonsten halt nur noch um Kubisch gekümmert und um keinen weiteren Fahrer. Sonst hätte ich vielleicht mit Baschka oder Juraj Sagan sogar noch einen besseren Platz rausfahren können, als ich den 20. mit Czarnecki geholt habe, um den ich mich auch eben gar nicht gekümmert habe. Aber ja, hinter diesen Fahrern, ja, wobei Christoph, also Christoph hat also ziemlich ähnliche Werte zu Sagan, aber übel cool, dass wir eben diesen Ausreißversuch gestartet haben, hat richtig Bock gemacht, auch wenn es leider nicht funktioniert hat. Ja, ansonsten, ich glaube, ich sehe bei dem Rennen Fabio Jakobsen gar nicht mal so sehr freuen. Ich weiß gar nicht, ob der mitfährt. Ich habe keine Ahnung, wie die Startliste sein wird, bin ich ehrlich at this point. Aber ein 5. Platz für Peter Sagan wäre ziemlich cool. Würde ich freuen. Und ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mehr sehen wollt. Schaut auf jeden Fall bei meiner aktuellen Karriere dabei, die ich gerade frisch gestartet habe, mit Trinity Racing. Wird richtig, richtig Hammer. Ja, schaltet einfach noch ein paar Views rein. Ist wirklich cool. Verpasst das am besten nicht. Ja, wir sehen uns hoffentlich in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis dann, macht's gut und bye bye.